Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video spreche ich über 5 Anzeichen, die dir ganz klar zeigen, dass sie auf dich steht. Vielleicht kennst du ja folgende Situation. Du bist in einer Bar, lernst jemanden kennen, ja, und vor dir steht so ein richtiges Brett, so eine richtige Maschine, ja, und du findest sie ultra heiß. Und in solchen Situationen ist man super krass emotionalisiert. Und da verliert man meistens so den Blick für diese kleinen Anzeichen, die dir zeigen, dass sie ebenfalls auf dich steht. Und aus dem Grund gibt es heute 5 Anzeichen von mir, die dir ganz klar zeigen, dass sie auf dich steht. Anzeichen Nummer 1, spontanes Zurechtmachen. Ganz eindeutiges Zeichen. Wenn ihr in einer Konversation seid, ihr steht in einer Bar und sie fasst sich die ganze Zeit durch ihre Haare durch. In einer Tour fasst sie sich durch ihre Haare und bestenfalls macht sie auch noch ihren Hals frei. Das Halsfreimachen ist nämlich psychologisch gesehen ein Zeichen der Unterwerfung. Sie macht nämlich ihre wunde Stelle, zeigt sie dir, ja, da könntest du tendenziell direkt reinbeißen. Nein, Spaß beiseite, aber das ist tatsächlich psychologisch bewiesen, dass es eine Art der Unterwerfung dir gegenüber ist. Sprich, ein ganz klares Anzeichen dafür, dass sie auf dich steht. Oder der Klassiker, ja, sie macht sich zum Beispiel ihre Lippen nochmal neu. Sie holt ihren Lippenstift raus, malt ihre Lippen nochmal schön in Rot an. Das ist auch ein ganz klares Anzeichen, dass sie dich attraktiv findet. Heutzutage ist es natürlich auch oft so, dass Frauen dann zum Beispiel nochmal ihr Handy rausholen, ja, sich dann nochmal im Handy betrachten und hier und da schauen, passt da alles, sitzt noch alles an der Stelle, wo es sitzen soll. Okay, auch ein ganz klares Anzeichen dafür, dass sie dich attraktiv findet, denn sie möchte natürlich schön für dich aussehen. Anzeichen Nummer 2, ständiges Lachen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein cooler Typ bist, ein lustiger Typ bist und auch oft eine Frau zum Lachen bringen kannst. Aber stell dir folgende Situation vor. Du sprichst miteinander und du hast auch schon ein paar Witze gerissen, aber ihr seid jetzt gerade in einem Thema angelangt, wo es einfach jetzt eigentlich nicht zu lachen gibt, ja? Und sie lacht trotzdem die ganze Zeit. Und du denkst so, hä? Warum zur Hölle lacht die ganze Zeit? Das kann doch gar nicht sein. Ganz klares Anzeichen dafür, dass sie dich witzig findet, attraktiv findet, auch in Situationen, wo es eigentlich gar nichts zu lachen gibt. Anzeichen Nummer 3, das Näherkommen. Damit meine ich nicht, dass sie dir direkt um den Hals fällt, ihre Lippen auf deine Lippen presst und ihre Zunge in deinen Hals reinsteckt. Nein, das wäre natürlich viel zu offensichtlich. Das meine ich definitiv nicht. Sondern ich meine Folgendes. Vielleicht kennst du das, jeder von uns hat irgendwie so einen gewissen Sicherheitsabstand. Ja? Stell dir die Situation vor, du bist im Fahrstuhl und hinter dir, also der Fahrstuhl ist komplett bepackt und hinter dir steht jemand und du spürst seinen Atem schon in deinem Nacken. Ja? Das ist schon so ein, ja, nicht so angenehmes Gefühl, sag ich mal so. Heißt, wir Menschen haben alle so einen kleinen Sicherheitsabstand. Und wenn du mit jemandem sprichst, dann hat man immer so einen Abstand von 1,5 Metern, sage ich jetzt mal. Und wenn du merkst, dass die Person, mit der du im Gespräch bist, dir einfach Schritt für Schritt so ein bisschen näher kommt während der Situation, das bedeutet, dass ihr halt eine kleine Connection habt, ja? Und dass sie auch gewillt ist, diesen Sicherheitsabstand für dich zu verlassen. Ganz klares Anzeichen dafür, dass sie dich definitiv attraktiv findet. Anzeichen Nummer 4. Leute, jetzt ist es fast soweit, ihr könnt den Elfmeter schon fast verwandeln. Da steht nur noch ein Torwart im Tor. Und zwar folgendes Anzeichen. Sie kann ihren Blick nicht mehr auf deine Augen lassen, sondern ihr Blick wandert immer wieder runter auf deine Lippen. Heißt, sie schaut ständig deine Lippen an. Was passiert wohl in ihrem Köpfchen, ja, wenn sie ihren Blick nicht in deinen Augen halten kann und ständig runter auf deine Lippen wandert? Genau, richtig. Sie denkt darüber nach, wie es denn wäre, deinen Mund zu küssen. Es sei denn, du hast jetzt irgendwie einen krassen Herpes oder extrem trockene Lippen, ja. Das hast du wahrscheinlich nicht, weil du auf diesem Kanal bist. Aber du weißt, was ich meine, ja? Also ihr Blick wandert immer wieder runter auf deine Lippen und dann rattert das natürlich bei ihr im Kopf. Gar keine Frage. Manche sagen auch, dass es so einen Dreiecksblick gibt, dass sie erst ins eine Auge schaut, dann auf die Lippen, dann ins andere Auge, dann wieder ins andere Auge und dann wieder auf die Lippen. So ein Dreiecksblick. Long story short, wenn sie auf deine Lippen schaut, du weißt Bescheid. Anzeichen Nummer 5. Leute, jetzt ist es soweit. Wenn das passiert, ja, dann ist auch gar kein Torwart mehr im Tor, dann könnt ihr das Ding einfach reinschieben, ja? Das Tor ist frei. Ihr könnt einfach reinschieben. Jetzt nicht falsch verstehen, ja? Auf jeden Fall ist dieses Anzeichen Berührung, ja? Berührungen sind ein ganz klares Anzeichen von Zuneigung. Und wenn das passiert, dann sollten bei dir alle Alarmglocken klingeln, ja? Dann solltest du auf jeden Fall Bescheid wissen und dann gibt es auch keinen Hin und Her mehr, ja? Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und mit Berührung meine ich nicht, dass sie dir auf die Schulter klopft und dann sagt, hey, kannst du mir den Drink geben? Das meine ich nicht. Ich meine folgende Situation. Wenn sie zum Beispiel
dich aus Versehen, ja, irgendwie streift oder ihre Hand berührt aus Versehen deine Hand. Also sie wird einfach ein bisschen touchy in der Konversation und das ist ein ganz klares Anzeichen dafür, dass du einfach den Elfmeter nur verwandeln musst. Und wenn diese Anzeichen, die ich dir gerade genannt habe, auch noch in Kombination auftreten, Alter, dann kannst du es nicht mehr versemmeln. Und wenn du jemanden kennst, der zum Beispiel in solchen Situationen komplett überfordert ist und solche Anzeichen irgendwie gar nicht sieht und komplett blind ist in solchen Situationen, dann teile liebend gern dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich mit meinen Videos euch da draußen ein wenig weiterhelfen kann. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Chris Krämer. Chris, vielen lieben Dank für deinen Support auf YouTube. Und wenn du auch mal grüßt werden möchtest in meinen Videos, dann schick mir einfach eine WhatsApp-Nachricht auf mein Community-Phone mit deinem Vor- und Nachnamen. So Leute, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Flirten. Wenn du weitere Dating-Tipps sehen möchtest, kannst du mal hier vorbeischauen und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Peace out.